Ja, moin moin, ihr geilen Gesichter da draußen an den heimischen Empfängnisgeräten. Was geht ab? Herzlich willkommen zurück zum Revell Adventskalender. Ja, da sind wir schon an Tag Nummer 8. Und das heißt, wir machen heute natürlich Türchen Nummer 8 auf. Jawohl. Spanisch-Leistungskurs geht weiter und die meisten Zahlen irgendwie finden sich schon hier vorne, also wir brauchen nicht viel zu drehen. Die Nummer 8 ist exakt hier und das ist ein etwas kleineres Türchen, deswegen gehe ich wie gesagt davon aus, dass es jetzt die zweite Farbe sein wird. Und wie ich hier sehe, habe ich recht. Nicht link, sondern rechts. So, dort wieder schließen hier. Tada! Der Farbe. Das ist meine Farbe. Das ist dunkelgrau, die Nummer 378 Dark Grey in matt, also seidenmatt. Die können wir auch mal aufmachen. Moment, muss mal ganz kurz ein paar Sachen aus dem Weg räumen. So, dann machen wir die auch mal auf, vorsichtig. Genau. Okay, die müssen wir tatsächlich einmal schütteln eben, bevor wir sie mal richtig aufmachen hier. Tatsächlich muss ich eine von diesen Farben mal richtig schütteln, das ist mir ja... Das hätte ich aber nicht mal gedacht, dass ich das noch erleben darf. So. Jetzt haben wir da ein bisschen geschüttelt. Aha. So, und da ist es offen, das Pöttchen. Jetzt muss ich euch mal wieder einmal kurz nach unten lassen hier, damit wir da vernünftig reingucken können, ohne dass ich mir den ganzen Rotz hier auf den Tisch baller. So, es ist halt grau, ne? So ein Staubgrau irgendwie. Ne? Das ist wohl auch für, lass mich kurz überlegen, ich glaube, genau, das wäre... hier für den Schlauch, für die Schläuche hier, wäre das, wenn ich mich da nicht irre. Genau, Türchen 8, dann kommt da eine Farbe, genau. Da käme dann hier die Farbe drauf, für die Schläuche. Ja, ist halt wie letztes Jahr im Grunde auch, da hatten wir die Farbe, meine ich, auch schon gehabt. Für den Porsche, ebenfalls auch so für so Schläuche, für Rohre und sowas. Also nichts, was wir noch nicht kennen würden. Ist halt klar, wenn du immer, wenn du ein Fahrzeug hast, dann brauchst du halt auch wieder irgendwie immer so ein bisschen die gleichen Farben, so was Motorsachen angeht und so, ne, ist klar. Aber gut, jetzt haben wir hier die 378 als Farbtöpfchen. Und dann bin ich mal gespannt, was es morgen wieder gibt. Jetzt ist meine Hoffnung natürlich, wenn sie ihren Kurs so weiterhalten, müsste von der Theorie her jetzt. Weil wenn wir mal hier so schauen, so. In Türchen Nummer 8 war jetzt die Farbe, um hier den Schlauch anzumalen. Und dann bekommen wir erst in Türchen Nummer 10 wieder irgendwas Wichtiges. Das überlege ich gerade. Oh, okay. Jetzt könnte es sein, dass in Türchen Nummer 10 der Bogen C hier, der Bogen C kommt, um weitermachen zu können, weil die Farbe A haben wir ja schon und das Teil, die Nummer von der Nummer 7 ist aus Bogen A, also Farbe A, Bogen A ist total toll. Ist aus dem schwarzen Teilebogen, sprich, die haben wir auch schon. Also würde ich persönlich jetzt vermuten, dass Teil 8, was wir brauchen, in Bogen C ist. Und den bekommen wir dann an Tag Nummer 10. Wo ich mich jetzt frage, was bekommen wir morgen? Weil man müsste ja jetzt auch mal so langsam mal gerne wieder weitermachen. Ja, wir hätten... Soweit ich das jetzt so sehe, jetzt nichts mehr groß, was wir sonst noch machen könnten. Wenn ich mal hier schaue, hatten wir hier noch Teil 5,
was hier irgendwo noch reingehört. Da. Da müssen wir mal schauen. Das könnte man dann ja morgen mal angehen für den Fall. Also wir warten mal ab, was wir morgen bekommen. Und sollten wir damit nicht groß was anfangen können, werden wir mal morgen hier das Teilchen hier einbauen. Und dann haben wir die erste Seite fast fertig, weil wir brauchen ja noch dann hier das hier. Ne? Da bin ich mal gespannt, was das morgen gibt. Also es ist immer noch nicht so, dieser Kalender ist immer noch nicht so gemacht, wie ich mir das vorstellen würde. Ja, also ich würde mir das tatsächlich so machen, so war das bei den Adventskalendern von Francis hauptsächlich, glaube ich, so, dass du wirklich jeden Tag mit dem, was du bekommen hast, was machen konntest. Du hattest zwischendurch auch mal so Sachen wie einen Gutschein für irgendein E-Book, um etwas von dem zu erfahren, was du da baust oder sowas. Aber du hattest ansonsten, wenn du Bauteile hattest für irgendwas, konntest du eigentlich immer jeden Tag was machen. Deswegen, das hätte ich mir hierfür auch gewünscht. Mir ist klar, man müsste dafür die Gussbögen dafür anpassen. Dass man das dann so raustrennt und neu macht, dass da in jedem Türchen was ist, was du dann miteinander schon verbinden kannst, damit du jeden Tag was getan hast. Das wäre für mich irgendwie so das Optimale. Dementsprechend müsste die Anleitung dann halt auch angepasst werden. Ja. So quasi pro Türchen oder dass dann ein Stück Anleitung quasi immer in jedem Türchen mit drin wäre, mit dem, was du dann auch an dem Tag machen könntest. So wäre das für mich persönlich am schönsten irgendwie. Da hätte ich am meisten Lust dann drauf. Aber immerhin, sie haben jetzt schon mal, man sieht es ja hier, ein bisschen was angepasst, so dass man so ein bisschen eine Strukturierung hat. Wir werden einfach mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht passt es ja so, dass man besser durchkommt, so jeden Tag was mit jedem Tag was machen. Wie gesagt, die Anfangszeit ist immer schwierig, weil du jetzt erstmal die Farben und so kriegst und die ganzen Gadget-Teile und sowas. Ist noch okay, aber es wäre schon schön, dass wenn wir so durch Türchen 10 durch sind, dass wir dann wirklich jeden Tag was machen können. Ja? Da kommen natürlich noch ein paar Bögen hier, ja, noch ein paar Gussbögen, die kommen noch. Aber vielleicht ist es ja so, dass wir mit dem, was wir dann schon haben, recht weit kommen, bis wir dann, wir sammeln ja dann die anderen Tage, sammeln wir ja noch weitere Gussbögen und so weiter, dass sich das alles so schön zusammensetzt, dass wir dann jeden Tag so ab Türchen 10, 11 durchgehend jeden Tag schön was machen können, ohne immer irgendwie zu strugglen und ich dann am Ende doch sage, okay, komm Freunde, ich mal jetzt doch was an. Wir schauen mal, wie das so wird. Wie gesagt, ich möchte halt nicht anmalen. Ich möchte das diesmal wirklich so default bauen, wie es ist. Und ja, wir gucken mal. Das war Türchen Nummer 8. Morgen kommen 9, logischerweise. Und dann bleibt mir jetzt wieder nur noch, euch einen wunderbaren Tag, Mittag, Nacht, Morgen, Abend, whatever zu wünschen. Macht es gut. Ciao, ciao.